An die Leute von euch, die keinen PC zusammenbauen können oder wollen, können sehr gerne mal die Seite Gaming4U abchecken. Auf der Seite findet ihr nämlich PCs in verschiedenen Preisklassen. Und falls ihr euch für einen PC auf der Seite entscheidet, könnt ihr mit dem Rabattcode Gary nochmal 15 Euro sparen. Vor circa einem Jahr hat mir Gaming4U sogar schon mal einen PC zugeschickt. Und mit dem war ich auch mega zufrieden. Den Link dazu findet ihr oben in der Videobeschreibung. So, wir starten rein mit dem ersten Setup und das ist vom Emil. Er ist 14 Jahre alt und er hat geschrieben, ich schaue dich seitdem du in den Keller gezogen bist und würde mich um Verbesserungsvorschläge freuen. Die PC-Specs werden im Hintergrund eingeblendet, die lese ich jetzt nicht jedes Mal vor. Aber was man auf jeden Fall erwähnen kann, ist, dass er eine GeForce RTX 4060 eingebaut hat, was sehr nice ist. Dazu dann 16 GB RAM. Und ein AMD Ryzen 5. Als Tastatur benutzt er die Mitza MZ60 und die Maus ist von Logitech und zwar die G Pro Superlight. Von den technischen Produkten her schon mal ein super Setup, da kann er auf jeden Fall jedes Game flüssig zocken. Ich finde den Kontrast zwischen den weißen Wallpanels und den braunen Akustikpanelen eigentlich ganz geil. Ich persönlich würde vielleicht noch eine Tisch- oder eine Monitorhalterung dran machen. Wahrscheinlich jetzt in dem Fall eine Tischhalterung, weil sonst musst du die 3D Wallpanels ausschneiden und das ist ein kompletter Krampf. Das habe ich bei mir gemacht und ja, das will man nicht. Kauf dir lieber eine Tischhalterung. Schreibtisch ist eigentlich auch für das Setup groß genug, das passt. Minimale Deko mit ein paar Pflanzen, aber dadurch, dass er halt diese Wallpanels und diese Akustikwandpaneele neben dran hat, braucht er gar nicht mehr so viel mit Deko zu machen, weil das holt schon sehr viel raus von der Optik. Dann auch an der Wand nochmal dieses typische IKEA-Regal, wo man Sachen dranhängen kann. Und eventuell kannst du nochmal über die 3D-Wallpanels ein Regal machen, sodass die 3D-Wallpanels oben nochmal abgetrennt werden. Ich glaube, dann ist es wirklich perfekt. Und ich würde vielleicht auch nochmal eine mittelgroße Pflanze neben die Monitore links stellen, weil da ist auf jeden Fall noch sehr viel Platz. Ansonsten kann man sich da aber eher weniger beschweren, ist eine solide 7,5 von 10. Man muss auch sagen, man sieht kein Kabel bei ihm. Also Kabelmanagement ist sehr, sehr gut gelöst. So, jetzt haben wir hier die erste Einsendung von jemandem, der es halt richtig gemacht hat. Genauso wie er sollt ihr in Zukunft eure Setups einchecken. Der hat sich den Text kopiert, den ausgefüllt und viele Bilder aus verschiedenen Perspektiven geschickt. Zwar kein Video dabei, aber ist halt so wild. Bilder reichen auch aus. Name ist privat. In seiner E-Mail steht jetzt Vortex, deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Er ist 14 Jahre alt. Wie konnte er sein Setup leisten? Durch YouTube, Twitch und Eltern. Wie teuer war sein Setup? 10.000 Euro hat er geschrieben. Was willst du noch verbessern oder upgraden? Hat er geschrieben Mikro, dritten Monitor, Cam und Speicher. Wie lange baust du schon dein Setup? Hat er geschrieben 3 Jahre. Spiele, die er zockt, sind Minecraft, Fortnite, GTA, Assassin's Creed und Shadow of the Tomb Raider. Schreibtisch ist irgendein Gaming-Schreibtisch, 1,60 Meter. Der Stuhl ist von Razer, den Namen weiß er nicht mehr. Beide Monitore sind von Acer, der erste hat 270 Hertz mit 2K und der zweite Monitor hat 1080p mit 100 Hertz. Boah, 270 Hertz 2K Monitor ist eine Ansage. Als Tastatur benutzt er die Razer Huntsman Mini plus SteelSeries Padding Keycaps. Als Maus rockt er dann die Razer Viper Ultimate mit Ladestation. Mauspad ist von Nifter und zwar das Liquid XXL RGB. Als Kopfhörer benutzt er die JBL Quantrum 910. Als Mikrofon benutzt er das HyperX Quadcast. Konsolen hat er 2 Stück und zwar die PS4 Destiny Edition und eine Nintendo Switch, die man aber nicht auf den Bildern sieht. Als Beleuchtung benutzt er LEDs von Govi und irgendwelche Billo-Teile über den Monitoren. Bei Deko hat er jetzt nur geschrieben, dass er PlayStation-Symbole über dem Setup hat. Und dann haben wir jetzt hier auch nochmal die PC-Specs, die werden eingeblendet. Auch hier haben wir wieder eine RTX 4090 verbaut, Intel Core i9 etc. Dann jetzt nochmal kurz ein persönliches Fazit zum Setup. Auch hier haben wir eigentlich wieder extrem krasse Technik. Der PC ist gut, dazu dann ein 2K 270 Hertz Monitor. Der Monitor nebendran muss ja nicht gut sein, weil das ist ja nur ein Anzeigemonitor für Discord etc. Von daher auch hier wieder zum Zocken. Echt geil. Rein optisch gesehen kann man natürlich auch nochmal hier viel rausholen. Das Wichtigste beim Setup ist natürlich, dass die Produkte gut sind und das ist hier gegeben. Eine geile Optik ist dann halt nochmal so ein Bonus, den man sich über die Jahre aufbauen kann. Problem bei ihm ist halt auch, dass er halt einen relativ kleine Ecke nur hat für den Schreibtisch und dass er auch halt hinterm Schreibtisch keine Platte oder so hat, wo er die ganzen Kabel verstecken kann. Wir machen auch schon direkt weiter mit dem Maler und er hat geschrieben, er ist 14 Jahre alt und das ist mein kleines, simples Setup. Hier haben wir auch wieder leider keine Specs oder irgendwas dazu geschickt bekommen. Das hat in den letzten Jahren immer schon nicht so wirklich funktioniert, dass die Leute alle Details dazu geschrieben haben. Ich weiß nicht, was im PC verbaut ist oder sonst irgendwas. Von daher kann ich es jetzt nur von der Optik bewerten. Ist okay, ist halt sehr minimalistisch. Sehr wenig am Start. Der PC hat auf jeden Fall eigentlich schon eine ganz geile Optik. Ich finde, 2 Monitore ist ein Must-Have, kann aber noch upgraden in Zukunft. Alles, was drüber ist, ist unnötig. Ja, ich würde sagen, so eine 6,5 von 10. Das ist mein Setup, ich bin 16 Jahre alt, war schon mal dabei, aber hab's geupgradet. Beide Monitore sind von AOC, 27 Zoll, der eine hat 144 Hertz, QHD und der andere hat 165 Hertz, Full HD.
Dann nochmal zwei Monitor-Wandhalterungen. Tastatur ist die Rocket Vulcan TKL Pro. Maus ist die Rocket Cone Pro Air. Mikrofon ist Fine 8. Logitech G435 Headset. Dann irgendwelche Amazon-Lautsprecher und ein Xbox Wireless Controller. Tischplatte mit Beinen und Regal sind aber selbst gebaut und lackiert. Dann haben wir hier nochmal die PC-Specs. Und hier muss man echt sagen, finde ich, ist sein Setup ein richtiges Leckermäulchen. Es sieht hochwertig aus, trotzdem clean. Farbkombinationen sind geil. Und dadurch, dass das Setup noch so übers Eck geht, mit so einem L-Schreibtisch, sieht die Ecke auch wieder richtig gemütlich aus. Also ich würde sagen, dass das bis jetzt das beste Setup für heute. Ich finde, das da sieht richtig gut aus. Auch die Steintapete im Hintergrund, finde ich, gibt dem Ganzen eine gemütliche Optik. Von der Deko her ist es auch nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Genau passend. 8,5 von 10 würde ich sagen. Manchmal kann man auch einfach nichts mehr upgraden, außer halt von den Specs her und so. Aber rein optisch gesehen würde ich sagen, steht der Hase. Dann geht's weiter mit dem Lennart, er ist 13 und hat geschrieben, ich würde auch mal gerne in einer deiner Videos dabei sein. Dann haben wir hier die ganzen Specs, die werde ich euch jetzt einblenden. Boah, Real Talk, sein Setup sieht auch nochmal cool aus. Die drei Regale überm Setup mit der Deko. Ich finde es auch geil, dass er hinter dem Regal nochmal eine Beleuchtung hat, die halt so die Pflanzen anstrahlen. Dann auch hier wieder ein Double-Monitor-Setup, auf der rechten Seite steht sein PC. Da kann man sich auch nicht beschweren, über dem PC ist auch nochmal ein iPad. Im Großen und Ganzen ist es da auch echt eine solide 8 von 10, würde ich sagen. Setup hat auch eine gewisse Personalität durch die ganze Deko, also beschweren kann man sich da eher weniger. Ich würde sagen eine 8 von 10, gefällt mir auch wieder richtig gut. Auch hier kann man eigentlich gar nichts mehr upgraden, außer eine Tisch- oder eine Wandhalterung. Ich finde, sowas holt immer noch extrem viel raus. Eventuell könnte man auch hier nochmal unter das Regal 3D-Wall-Panels machen. Ist kein Must-Have, aber könnte man machen. Dann haben wir das Setup vom Alexander, er ist 14 Jahre alt. Er hat geschrieben, dass er das Setup durch kleine Nebenjobs 3 Jahre zusammengespart hat. Wie teuer war sein Setup? 5000 Euro. Was willst du noch verbessern? Wandpaneele. An seinem Setup spielt er dann Minecraft, Fortnite und Counter-Strike 2. Und er ist Diamond 2 in Fortnite. Seinen Schreibtisch hat er selber gebaut mit einem Metallrahmen und einer Holzplatte vom Hagebaumarkt. Monitore sind beide von Alienware, 27 Zoll. Monitorhalterung ist von Bontech und das ist eine 2er-Monitorhalterung. Warum haben eigentlich immer die ganzen Tastaturen und Mäuse so ganz weirde Namen? Die Asus ROG Flexion oder wie heißt die? Dann Maus, die Asus ROG Keris, Wireless. Junge, was sind das für Namen immer? Sein Mauspad ist von Nüfter und die Lautsprecher sind von Logitech. Als Kopfhörer benutzt er die Dynamic DT990 Pro. Auch hier haben wir wieder das Mikrofon von HyperX und zwar das Quadcast S. Beleuchtung und LEDs sind von Philips Hue. Dann hat er auch nochmal eine Nintendo Switch und einen Switch Pro Controller. Für sein HyperX Mikrofon hat er dann passend auch dazu den Mikrofonarm. Als Handcam benutzt er die DJI Osmo Action 4. Dann kommen wir zu der Deko und zwar hat er da ein Wandregal von Ikea und zwar Moslander. Dazu passen dann auch von Ikea die Dekopflanzen. Ikea Asia Skadis Stecktafel. Okay. Und zu guter Letzt dann auch nochmal ein LED-Blitz. Dann haben wir hier nochmal die PC-Specs, die kurz eingeblendet werden. Die werde ich jetzt auch nicht jedes Mal komplett vorlesen. Aber auch hier können wir sehen, haben wir auch wieder eine RTX 4070 eingebaut. Ja, auch hier sieht man, dass einige Zeit in den Setup-Bau reingeflossen ist. Okay, der Nexus 12 hat sein Setup 8 Monate lang aufgebaut. Der Monitor ist von AOC, 27 Zoll, 240 Hertz. Dazu hat er eine PS5. Die Tastatur ist die RK61. Maus ist die Razer DeathAdder. Lautsprecher sind von Sonos, Headset ist von HyperX und Setup kostet ungefähr 1300 Euro. Zu Weihnachten kommt ein PC. Okay, er hat jetzt schon mal einen 240 Hertz Monitor, aber ohne PC. Aber wenn der dann am Start ist, dann ja, bringt auch der 240 Hertz Monitor was. Deko finde ich nice mit den zwei Regalen und den Autos. Das hat eine richtig geile Ästhetik. So simple, clean Bilder feiere ich auch viel mehr als ja, sehr kontrastreiche Bilder. Von daher würde ich sagen, rein dekotechnisch hier alles richtig gemacht. Die Wandfarbe ist jetzt nicht so meins, ist aber im Endeffekt auch eine Geschmackssache. So, dann haben wir jetzt hier nochmal den Maximilian, er ist 12 Jahre alt. Dann blenden wir jetzt hier die PC-Specs ein. Tastatur ist die Asus ROG Aces, bald bekomme ich eine Wuting 60. Der Monitor links ist von Samsung, 165 Hertz und rechts ist genau der gleiche. Und in der Mitte ist einer von Asus, der hat 240 Hertz. Alle Monitore haben 24 Zoll. Auch hier ist einfach die Wandfarbe nicht so meins, aber der Rest ist sehr, sehr stark. Ich finde es schon mal cool, dass auf der linken Seite eine Pflanze ist und auch das Regal oben sieht top aus von der Deko. Das kann man alles genauso lassen, aber ich würde vielleicht auf dem Tisch nochmal was machen. Auf der rechten Seite sieht es noch ein bisschen zu leer aus. Ja, so 7,5 bis 8 würde ich auch bei dem Setup sagen.
Ich habe meinen PC, Main-Monitor, Kopfhörer und Maus und das Licht über den PC selbst finanziert. Und den Rest habe ich geschenkt bekommen. Dann haben wir auch hier wieder im Hintergrund die PC-Specs. Unter anderem ist eine RTX 3060 verbaut. Die Tastatur ist die V900. Und Maus ist die M808 Storm irgendwas. Digga, ich blende es lieber ein. Ist mir wirklich zu blöd, manchmal die Sachen vorzulesen. Auch er benutzt wieder das JBL Quantum Headset und Rust Mikrofon. Das einzige Kabel, was so bleiben darf, ist das, was mit dem Controller verbunden ist. Thresh, auch mindestens eine 8 von 10. Ich finde, man hätte über dem Setup die Regale noch besser machen können. Und zwar hätte ich das Regal direkt über die Panels gemacht, also ohne Abstand. Und dann auch ein Regal, was halt genauso lang ist wie die Panels. Außerdem glaube ich, hätte es auch nochmal besser ausgesehen, wenn die 3D-Wall-Panels komplett bis ans Ende vom Tisch gehen würden. Aber das wäre auch so die einzige Sache, die ich kritisieren würde. Ansonsten ist der Hase hier auch wieder top. Ja, waren heute keine extrem krassen Setups dabei, aber jedes Setup, das wir vorgestellt haben, war eigentlich solide. An der Stelle bin ich auf jeden Fall raus für die heutige Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.